Wer ist denn da? Ja, schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Ja, was gibt's denn? Ja, wie geht's? Wer will das wissen? Mein Name ist Carlos Rosenbaum. Wer? Carlos Rosenbaum. Kenn ich Sie? Ja, wir kennen uns. Woher denn? Wir haben schon mal telefoniert, auf jeden Fall. Wann denn? Worum ging's da? Es ging um Trading und Investments. Ging um was? Nimm mal die Socke aus dem Mund, ich verstehe dich nicht. Also es ging um Trading und Investments. Ja, und weiter? Ja, du kannst doch normal reden, hast du doch gerade gezeigt. Was willst du von mir? Ja, red doch mal normal. Red du doch normal. Nimm die Socke aus dem Mund und die Büroklammer und den Teebeutel auch. Ja, nur den Schwanz, du Schwuchtel. Das musst du gerade sagen, ich stehe drauf. Du doch auch. Ja, komm, wir treffen uns mal. Parkplatz, ja, Bums, komm. Club Hamburg. Ja, ja, ja. Komm her, ich... Oh, toll, neues Mitglied. Ja, ja. Hast du auch so einen Bumsbus? Nee, wir machen das auf dem Parkplatz. In der Natur ist das schöner. Geil. Und du hast ich immer noch... Nur 2,6. Hast du immer noch keine richtige Arbeit gefunden? Das tut mir voll leid für dich. Möchtest du bei uns die Toiletten putzen? Ja, gerne. Ja, was ist? Ich würde sagen, 6 Euro die Stunde, ne? Okay, ja. Das ist ja immerhin mehr, als du verdienst, oder? No, ich krieg viel mehr, du. Ich hab Hohlstundensätze. Ja? Wie viel machst du weg am Tag? Ah, da reden wir drüber, wenn du dir das leisten kannst, Kleiner. Alles klar. Und sonst so? Was macht die Liebe, was macht die Arbeit? Alles ist spannend. Alles ist spannend? Ja. Ja, das Leben als Betrüger ist nicht einfach, ne? Ah, nö, ist eigentlich ganz spannend. Ja, wie viele Leute zockst du so ab am Tag? Ich zock niemanden ab, wir sind keine Betrüger. Achso, du schaffst das gar nicht, die abzuzocken, das ist natürlich noch besser. Wir sind keine Betrüger. Nein, überhaupt nicht. Ah, ich zumindest nicht. Was hast du denn vorzuweisen für eine berufliche Qualifikation, dass du den Leuten hier Finanzgeschäfte verkaufen willst? Ich bin ein simpler Account Manager. Ja, siehst du, hast du überhaupt keine Ahnung von dem, was du da machst. Ja, doch schon. Kein Schulabschluss, kein Berufsabschluss, keine Ausbildung. Aber Leuten Sachen verkaufen, wo sie viel Geld verlieren können. Das ist natürlich eine tolle Qualifikation von Berufssohn. Was hast du denn gemacht? Ich verarsche Telefonbetrüger. Den ganzen Tag. Nice, nice. Und wie viel kommen bei rum? 20 Euro am Tag? Oh, deutlich mehr. Deutlich mehr. Wie viele Abonnenten hast du auf YouTube? Oh, 18.000 jetzt fast. Ja, 18.000 ist okay, aber ich würde nicht sagen, dass man damit schon gut Geld verdienen kann. Naja, davon leben kann man nicht, aber ich arbeite dran. Ich meine, vielleicht möchtest du im Stream ja jemanden grüßen. Ich grüße Icedex und Blöder King und Roman Schweiger. Ach, die kennst du auch alle schon? Natürlich. Da ist ja klar, dass du keine Leute abzockst, wenn du dauernd die Kollegen dran hast, die dir auch die Zeit klauen. Dann kommst du ja gar nicht dazu. Guck mal, ich hab dich, bevor ich angerufen habe, wusste ich, dass du ein Troll bist. Und ich mag's eigentlich, mit euch zu telefonieren. Das ist ganz entspannt. Das ist noch trauriger. Ihr wisst, warum? Dass ihr keine Chance habt bei den Leuten. Ruft ihr bei uns an, damit überhaupt jemand mit euch spricht. Weil mit so einem Scheiß... mit so einem Scheiß Beruf, da will die Familie ja auch nicht mehr mit einem reden, weil das ist ja eine Schande. Ja, ey. Oh Mann. Ja, wir ziehen niemanden ab. Wie gesagt, wir sind keine Betrüger. Natürlich nicht. Dann gib mir doch mal deine Handelsregisternummer. Ja, werde ich dir gleich über die Mail schicken, ja? Ist klar. Welche E-Mail-Adresse hast du denn von mir? Ich habe so viele. Die du angegeben hast. Ja, welche? hinterotter@gmail.com. Ja, guck mal, da kannst du das hinschicken, was du sowieso nicht tun wirst, weil du keine Unterlagen in irgendeiner Form hast. Doch, haben wir. Ich kann es ja auch brieflich zuschicken oder mit Brieftaube. Brieflich zuschicken? Allein das Wort schon wieder. Jetzt, weil, wo wohnst denn du? Wo sitzt du denn? In Berlin, Frankfurter Allee 111. Ja, toll auswendig gelernt. Guck mal, das klappt doch. Vielleicht kannst du irgendwo in der Bahn die Durchsagen machen. Guck mal, wie du dich versuchst, krampfhaft zu bemühen, irgendwie Entertainment reinzubringen und... Also das Entertainment lieferst du, indem du erzählst, dass ihr alle legitim seid und mir irgendeine Adresse in Berlin gibt. Ich rede nur von mir, ich kann nur von mir reden. Ja, aber das ist ja diese ganze Clique, die da immer anruft.
Nein, komm doch vorbei bei einem großen Callcenter in Berlin. Bäh, da habe ich Hausverbot. Ah, okay. Ja, ich habe da mal so eine Glitterbombe und so eine Stinkbombe reingebracht als vermeintlicher Agent. Okay. Nicht schlecht. Beim zweiten Mal hieß es dann Hausfriedensbruch und hier und da. Das war nicht so schön. Ja, wie alt bist du denn? Da kannst du nachfragen, die kennen mich da alle, wenn du da Ja, wie alt wirklich bist du bist. denn? Ich bin Wie alt bist 31 und du? Und wie, Ja, was etwas mich viel mehr mehr interessieren würde, wie lang bist du? Und ich meine nicht Wie die lang Körper, bin ja, ich meine nicht die ich? Körpergröße. Oh Komm, wie lang ist er, wenn er hart ist? Mann. Und das hören sich tatsächlich Leute auf YouTube an, ja. Ja, ich mag deine Stimme. Ja, ich mag meine Stimme auch. Siehst du? Bisschen Ich habe auch einen selbstverliebt wie YouTube-Kanal. der Herr Ich habe Winkler. auch einen YouTube-Kanal mit ein paar mehr Abonnenten als du, aber Und was machst du ja. da? Abzocken leicht gemacht. Erstes Lehrjahr. Nee, Über was referierst du denn so? du wirst mich an der Stimme erkennen. Ich bin gar nicht so klein, muss ich sagen. Was machst du? Let's play Pokémon? Pokémon Toll! Go. Was ist dein Ja, Lieblings-Pokémon? Relaxo? Relaxo. Klasse. Ich bin ein Abra, ich schlaf sehr gerne. Ich schlafe auch gerne. Oh, klasse. Guck mal, Aber das macht schläft auch Relaxo nicht. ja auch. Ne, doch, Abra schläft immer. Ja, das ist doch eher. Ja, ich weiß nicht, ob es schlafen ist tatsächlich. Man kann es auch warten nennen, weil man sagt ja auch ein deutscher Schäferhund, der schläft nicht, der wartet. Genau. Vielleicht machen das die Abras ja auch so. Und wie lange musst du Aber heute Abra, arbeiten? du, ich hab. Ich kann selber entscheiden, wie lange ich arbeite. Oh, das bist du der Chef da? Na, ich würde nicht sagen, der Chef. Aber Kannst mir ja mal deine Visitenkarte rüberschicken, zusammen mit der Handelsregisternummer. meine Visitenkarte. Ja, hast du ja sicher in gehobener Position. Ja, habe ich. Ja, siehst du. Richtig. Ja, dann schick doch mal rüber. Ja, Wenn würde ich dir alles schicken. das alles ganz legitim ist, dann entschuldige ich mich hochoffiziell. Ja. Mit einem Video. Okay. Wie heißt du denn auf YouTube? Ach, dachte, du kennst mich. Ja, ich habe damals nicht nach deinem Namen gefragt in YouTube. Ja, siehst du, hast du Pech gehabt, du sagst mir deinen nicht, ich sag dir meinen auch nicht. Okay. Cockblocking. Oh Mann, ich Ja, kann mir nicht das. vorstellen, dass tatsächlich Leuten gefällt, was du machst. Na, Also, ich meine, natürlich. es ist schon nice, aber so genau wie du das machst, ich weiß nicht. Ne, wir können das ja mal so machen. Du hast ja bestimmt in dem Job bleiben ja nicht viele Leute sehr lange. Wenn du neue hast, die können ja bei mir anrufen und dann mache ich die so ein bisschen fertig und dann wissen die schon mal, wie sie mit schweren Kunden umgehen müssen. Das mache ich tatsächlich auch einfach random, obwohl ich schon sehe, dass es halt so ein Account ist, so ein Konto. Lasse ich trotzdem die neuen anrufen, um genau wie du sagst, einfach zu gucken, wie die darauf reagieren und wie die sich verhalten und. Das ist toll, das ist toll. Wir können da gerne mal was abmachen. Da nehme ich Ja. natürlich einen guten Stundensatz für, wenn ich für dich arbeiten soll, ne? Ja, nö. Wie, nee. Ich weiß schon, dass sie deine Stimme hören müssen. Nichts ist umsonst auf der Welt. Außer man nimmt sich's von anderen Leuten, so wie ihr das macht. Ja, ich weiß nicht, woher du das hast. Wir sind keine Betrüger. Wer war denn das? Ich habe mich bei so vielen Dingen schon wieder angemeldet. Welche Firma habe ich da denn am Telefon? Ja, musst du schon selber wissen Na, jetzt identifizieren Sie sich, Herr seriöser Geschäftsführer. Ich bin kein Geschäftsführer, sag mir was denn? Ja, Herr Teamleiter oder wie auch immer sich das, Auch nicht, auch Vorblöker, nicht. Vorleser, Auch nicht, auch nicht. Gute-Nacht-Geschichten-Erzähler, welche Firma ist das? Drehen wir den Spieß doch. Die Otto Ottfried GmbH. Die Otto Ottfried GmbH. Oh, das ist doch toll. Dann müsste das TradeSparkle gewesen sein. Nee. Via Chains oder über Chains? Nee. Auch nicht? Aber es ist nice, dass du mir so die anderen Seiten so noch aufzählst. Ja, also ihr seid da ja auch eine voll mit dabei. Nein, dann ist das G's Nein. Capital.world. Nein. Auch nicht. Aber bei anderen habe Nein. ich mich gerade gar nicht angemeldet. Tja. Vielleicht habe ich deine Nummer einfach random eingegeben.
Ist natürlich sehr wahrscheinlich, ne? Ist genauso so wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch einer deiner zwei Zuschauer gerade im Livestream. Das kann es natürlich auch sein. Die haben aber meine Nummer nicht. Ja, ich schon. Nee, hast du nicht. Na doch, ich rufe dich doch an, Ja, aber du hast sie nicht aus dem oder? Livestream oder aus irgendeiner anderen Quelle. Okay. Naja, was soll's? Und über was möchtest du dich noch unterhalten? Ach du, mir ist es ganz gleich. Ich verdiene mein Geld, wenn ich mit dir rede. Ach so, du arbeitest gar nicht auf Provisionsbasis. Ne? Aber kriegst einen Anteil von dem, was die Leute unter dir erwirtschaften, oder? Betriebsgeheimnis. Ich nehme das als ja. Du hast sonst immer sehr schnell reagiert und jetzt sehr zögerlich. Das ist einfachste Psychologie, aber was erwartet man? Ja, was erwartet man? Ist einfach so. Und was kostet der Dogecoin heute? Der was? Ja, da merkt man schon, wie super seriös ihr seid. ja, ich kenne Coin. Kennst du Coinflip? Ich Da kenne wirfst du eine alles. Münze, da Wasserhahn, wirfst du eine. Auerhahn. Genau. Ich kenne sie alle. Genau. Und jetzt? Und jetzt? Lass uns doch mal zusammen einen Anruf machen. Du rufst mit mir zusammen einen Kunden an und ich versuche ihm das Produkt anzudrehen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ey, ja, mach mal. Ja, ruf mal einen mit an von deinen Leuten. Geht ja nicht, geht ja nicht. Wie, hast du keinen Conference Call bei dir? Was habt ihr für eine schlechte Software oder telefoniert ihr wirklich vom Doch, hab ich. Handy? Naja, mit so einer Wählscheibe. Mit so einer Wählscheibe. Oh, toll! Die habe ich ja lange nicht gesehen. Ja. Schickst du mir da ein Foto von, wie du das Telefon so kuschelst? Ja, mit meinem Cock daneben, Oh, bitte, unbedingt. Aber ja. mit Mützchen, weil bald ist Weihnachten. Okay. Toll. So, nur erzähl was Interessantes. Ja, keine Ahnung, wie läuft das Leben? Erzähl mal. Auch soweit ganz gut. Das freut Schützengraben mich. ist ausgehoben, der Bunker auch. Nudeln und Klopapier Okay. sind angehäuft, jetzt kann's losgehen. Okay. Das freut mich zu hören. Na komm, jetzt Ja, und dann? machen wir Tiergeräusche. Was kannst du für Tiere? Ich kenne keine Tiere. Warum nicht? Tatsächlich habe ich auch Katzen im Kopf, oh mein Gott. Wir sind voll gleich. Wir sind gleich, das Buddies. glaube ich Wir nicht. sind Buddies. Wir sind Buddies. Soulmates. Was bist du? Soulmates sind wir. Sonnet? Nein, bestimmt nicht. wie ihr immer so voll schlecht diesen Osten, also diesen Ostblock-Dialekt nachmachen wollt. Warte, so lass ich Ganz nicht mit mir schlecht. reden. Ich gebe dir meinen indischen Kumpel. Warte. Hallo? Hast du ein Problem mit Ausländern? Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Du kannst nicht mit meinem Kumpel reden. Kannst du eine Das Entschuldigung machen? ist sehr gut, oh mein Gott, das ist sehr gut. Ey, ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen, vom tiefsten Herzen. Du hattest schlechte Karma. Schlechte Karma, du haben. Ja, ich weiß. Ja, du musst eine Gebetung machen. Geh auf die Knie vor deinem Gott, ich werde dir helfen. Okay. Right. Musst du mit mir sagen, Badaschkilea, Batakaladonat. Ey, das ist echt gut. Na komm. Kennst du Ayu? Kennst du Ayu? Ich kenne sie alle. Ayo? Nein, 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 ich meine von GTA Roleplay. Nein, 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 nein. Ich soll was nicht machen. Das ist gegen die heilige Kuh. Und die ist verboten. Gegen die heilige Kuh, ja? Ja. Warum machst du sowas, Sachen? Wir haben dein E-Mail immer noch nicht bekommen. Du wolltest ein E-Mail schicken. Ja, werde ich auch gleich machen. Ja, wann denn? Ich nix den Ja, ganzen Tag gleich. Zeit, dann muss die Ziege melken. Ja, gleich. Meine Sekretärin hat gerade Pause. What? Meine Sekretärin hat gerade Pause. Sekretärin. Als ob du eine Sekretärin haben. Ich habe drei. 3 Stück? Ja. Das ist ja sehr gut. Eine unter dem Tisch und 2 in Wartestellung, right? Genau. No. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast doch gut gemacht mit dem Leben. Außer mit der Berufswahl, right? Ja, das stimmt. Da stimme ich jetzt zu. Was das für. Warum ist in jedem schrecklichen Callcenter so schreckliche Musik hinten dran, right? Gefällt dir Eminem nicht? Das ist Eminem? Ja, das ist Der Eminem. würde Ich deinen mag Kopf Eminem. schlagen. Nee, ich glaube nicht. Doch, stimmt, Shady macht dir fertig, right?
Naja, ich glaube nicht. Doch. Was kannst du noch so Erzähl was für Akzent, Interessantes, Dialekt? right? Was kannst du noch? Also den Schwulen hattest du jetzt schon. Meine Russe gefällt dir nicht, hast du gesagt. Bist du aber Nicht der Einzige, der das sagt. zu 100%. Na, was ist schon 100%? Nichts auf der Welt. Ah, du musst doch so russische Wörter mit einfügen und so. Wie die Nachui blöd. Okay, der war gut, der war gut. Das kommt bei Zeiten, das kannst du ja nicht die ganze Zeit machen. Doch, die Russen reden so. Die haben, ab Schattenkomma haben die entweder Blöd. Lerch oder sowas, Ich weiß, blöd. Ist so, aber kann ich ja nicht, ja. dann ist der, kommt er nicht so gut an bei den Leuten. Lerch, hast du vergessen. Oh, ich werde jetzt eine Croissant essen, Monsieur. Werden Sie erzählen, was Sie heute noch machen? Okay, der ist auch nicht ganz so schlecht. Do you speak English, sir? Oh. This is Aston Martin calling from London. Can I have a water bottle, You can't please? have a bottle of water, you dirty scammer, and I will report you to the Queen. Die ist leider tot. Rest in peace. Long live the Queen! Okay, der ist gut, der ist gut. Sollen wir überlegen, Direkt was. und am amerikanischen direkt so. Na, die Amis, weißt du, ich bin Russ, ich mag sie nicht. Ja, verstehe, verstehe. Warte mal, ich geb Ich dir bin mal kein die. Russe, aber ich mag. Warte, ich geb dir mal die garstige Hausfrau. Einen Moment. Hallo, wer ist da? Oh mein Gott. Nein! Bist du der Pfarrer? Ich schlag dich tot! Ist an der dreckigen Hals hier über der Marktplatz. Du hast mal mein Geld gestohlen, das will ich wieder haben. Alter Hurebock! Gib mal mein Geld wieder! Kannst du Osten nachmachen, Osten-Dialekt? Nein, es gefällt mir nicht. Ja, okay. Du scheinst echt viel Zeit zu haben, Bratan, wa? Ja, aber dann habe ich. Das ist gut. Heute ist schlechter Tag. Ist Donnerstag nicht so der gute Tag zum Abzocken? Nein, warum? Du weißt ja nicht, wie lange ich schon arbeite, du weißt ja nicht, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe. Und kannst du Okay, mir mal was erzählen, warst du? wie viel Umsatz machst du am Tag? Kann ich dir nicht sagen. Ah, tu nicht so, verdammt. Wir sprechen seit über 10 Minuten, wir sind offiziell Freunde, du darfst mir das erzählen. Nö. Oh Mann. Voll der Hey, Korkblocker. könnten wir einen Fingerschwur machen, kleine Fingerschwur, Ja, dann Pinky. hätte ich dir gesagt. Ja, Pinky Promise. Pinky Promise. Okay, erzähl. Nee, können wir ja nicht. Warum nicht? Ja, weil ich kann ja dein Pinky nicht anfassen gerade. Das ist egal, das ist imaginär. Du willst meinen Pinky nicht anfassen, du weißt ja gar nicht, wo der gewesen ist. Können wir nicht machen. Doch, ist so. Ja gut, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Stream. Wunderschönen Tag. Und hoffentlich hast du noch viele von unseren Leuten am Telefon. Ja, hoffe ich auch. Wäre ja nicht verkehrt, ne? Ja. Wenn du mal Mach richtige das jetzt. Arbeit brauchst, sagst du Bescheid, ich kann dir da helfen. Ach du, ich habe wie gesagt auch einen YouTube-Account, der läuft auch ganz gut. Ja, glaube ich dir auch erst, wenn ich sehe. Ja, vielleicht erkennst du dich irgendwann an der Stimme. Ich gucke doch jetzt nicht alle YouTube-Kanäle durch. Naja, nicht alle YouTube-Kanäle, aber ich bin dann auch in mehreren Compilations, was so. Ja. Ach, warum glaube ich dir das jetzt nicht? Ja, keine Ahnung. Wie heißt du denn bei YouTube? Ich mach dir ein Herzchen unter dein neuestes Video. Nein, kann ich nicht sagen. Ja, wäre scheiße, dann ist die Reputation im Eimer, ne? So, zieh mich jetzt raus, das gerade. Rennst du gerade? Kommt Polizei, oder? Ja, nein, das ist Ventilator. Ist ganz schön warm hier. Ventilator, schön warm hier, dann sitzt du mit Sicherheit. Ha! Guck mal, jetzt hat er sich gerade verraten. Nix Berlin, schön warm. Es ist fucking 7 Grad in Berlin. Ich habe gerade mal geguckt. Der sitzt dann, damit hat er sich verraten, wirklich irgendwo wieder Antalya, Zypern, so die Standardgeschichten, wenn es eben um Abzocke geht.